Scheiß die Kinder. Das sind so Sachen, da fasse ich mir am Kopfbein, ne? Mann, ey, bitte Leute, irgendwas ist doch auch hier nicht richtig. Machst du dich schon zum Affen, ne? Das wird null honoriert. Aber du wirst mir auf die Sprünge helfen. Du kannst zwischendurch immer wieder aufs Handy gucken. Ich darf aufs Handy gucken, okay. Ja. Ja, danke für nichts und viel Spaß euch. Schön, richtig schön. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Birthday geburtstag! Oh! Freue dich am Eingang dermaßen übertrieben, dass du deinen Geburtstag hier feiern darfst und sprich jeden Mitarbeiter den ganzen Tag über natürlich mit folgendem Namen an: weiblich Hilde und männlich Günther. Gib ihnen keine Möglichkeit zu sagen, dass sie nicht so heißen und falle ihnen immer wieder freudig ins Wort. Das ist mein Geschenk? Echt? Barfußtag? Mein Geburtstag und ich feiern im Barfußtag. Yeses! Woohoo! Woo! Entschuldigung, nein, ich hab nichts mehr. Ich hab Cola. Ich werd 30. Ich hab Geburtstag und ich darf die drinnen feiern. Und ich find's geil! Okay, geht los. Ich freu mich. Ich glaube, ich war hier seit ein paar Jahren nicht mehr. War ich hier schon mal? Auf jeden Fall heute das letzte Mal. Ich habe meinen Ausweis zum Glück nicht mit. Wird bei uns gleich auch wahrscheinlich gesagt, ein Erwachsener und ein Kind. Ja. Ist aber kein Problem, dein Kinderausweis ist nicht mit. Wenn jemand mäßig, wenn mein Alter noch nicht eigentlich erwähnt. 15? 20? Ich habe ja Hundengeburtstag heute. Ich habe 20, ne? Na, schnell. Hallo. Hey, egal, auf jeden Fall haben wir ein Kind und einen Erwachsenen. Und den Barfußpark? Ja! Weil ich feiere meinen 30. heute. Ach so. Also wenn es lauter wird. Kein Problem. Und es ist nur Cola. Alles gut. 13. Klar, steht Cola drauf. Nicht immer, wo Cola drauf steht, ist auch Cola drin. Ah, vielleicht solltet ihr es aber prüfen. Dann viel Spaß. Danke. Danke. Tschüss. Bei mir noch. Yes! I like to groove it, groove it. Eine bestimmte Blätter oder Stock. Oh nein. Du bist nun 30 und erwachsen. Da sollte man sich schon mit einem ernsthaften Ding beschäftigen und man sollte auch über diese seltene Art aufregen. Na klar.
klar, dass dir das sehr wichtig ist. Immerhin sollen alle gut informiert sein. Deine Follower darfst du erst aufklären, wenn wir den Ausgang passiert haben. Na, klasse. Guten Tag. Es liegt mir sehr auf der Zunge. Ich muss das erzählen. Es hat mich jetzt mehrere Jahre beschäftigt. Es gibt gewisse Arten an Pflanzen und an Sträuchern, die sind für uns unabdingbar. Heilende Kräuter und heilende Kräuter. Und es gibt andere Arten von Blättern, Knollen, Sträuchern, die sind für uns einfach lebensnotwendig. Und ich möchte euch hiermit ganz klar sagen, gibt es das nicht mehr, werden alle Beziehungen bleiben. Tiergeschichten gehen vorüber. Werwölfe kommen an die Oberhand. Deswegen, liebe Leute, bitte macht euch Gedanken, was ihr demnächst zu euch nehmt. Und haltet euch an dieser hochsensiblen, für uns aber sehr notwendigen, existenziell wichtigen Pflanze fest. Löwenzahn. Und gebt ihr nicht nur eure Stimme, sondern euren Mut. Ich bedanke mich. Umarme spontan eine fremde Person. Darf ich dich umarmen? Echt, sie ist 30 geworden heute. Laut und deutlich, dass du mal tierisch furzen musst, wenn wir an jemandem vorbeikommen. Ganz ehrlich, ne? Ich sag dir eine Sache. Wenn du abends einen fetten Boden einkommst, ist dazu noch ein geiles, kühles Bier kriegst auf deinen Geburtstag, Junge, dann musst du furzen, bis der Abend kommt, Alter. Ganz ehrlich. Das ist echt. Ja, ihr lacht. Ich fang an mit Bier trinken, weißt du, was ich meine? Also ein paar Jährchen Zeit. Jetzt auch, ne? Sammle 2 Steine und 5 Stöcker, schenke diese 5 Dinge jemandem, den wir treffen und erkläre ernst, dass es dir wichtig ist, dass sie oder er abgesichert sein soll und sich ein Feuer machen kann, falls sie oder er sich von euch. Bist du gerade gelaufen? Mein Schatz! Nein, ich glaube, es waren nochmal 3 Stöcker. Sehr schön. Dürfen deine Sachen eigentlich auch schmutzig werden? Meine? Ja. Nee. Natürlich nicht.
falls was passiert, man weiß nicht, ne? Gefeuert sind, schön abgesichert sein. Liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ne? Alles klar. Grube, spiele und singe, backe, backe, Kuchen und zaubere uns eine Kriegsbemalung für den weiteren Weg. Wuhu! Backe, backe, Kuchen. Na, wer freut sich denn da nicht? Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Es kommen welche, stimmt's? Natürlich. Kriegsbemalung. Ja, komm, darfst du bei mir auch machen. Alter, das ist ja diese Scheiße hier. Au. Okay. Schön. Geht's sonst? Wolltest du nicht nochmal Backe-Backe-Kuchen machen? Nein, wollte ich nicht. Hab ich jetzt. Backe-Backe-Kuchen. Scheiße, er hat gerufen. Schön. Alter, das ist meine Mutters Oberteil. Sie wird mich dermaßen umbringen. Nö, das ist jetzt mit Punkten. Das ist auch in dieses Jahr. Ganz modern ist das. Alter, wird sie mich töten. Oh mein Gott. Mama, ich liebe dich. Oh mein Gott, sie wird mich töten. Jetzt werden wir sentimental. Ich mach mal aus. Lade umstehen im Passanten zu Scheidi Klums Kackwalk. Was ist das? Scheidi Klums Catwalk. Kackwalk. Okay. Fordere deinen verdienten Applaus. Sollte niemand da sein, mach dies am Ausgang im Restaurant. Boah.